Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha und Namaste zu unserem Wochenimpuls vom 7. bis zum 13. März. Schauen wir uns die Siegel für diese Woche an. Das erste Siegel, das sich zeigt, ist Carina. Das zweite Siegel für diese Woche ist Kri. Und das dritte Siegel, Balanda. Wow. Ja, es geht wirklich wieder um die Tiefe, um eine tiefe Reinigung, um dieses tiefe Erkennen, wer wir eigentlich sind. Dieses Einfach-Du-Sein, das darf jetzt immer mehr an die Oberfläche kommen. Wir sind ja sehr stark momentan in einer Welle, in der wir wirklich den Frieden willkommen heißen dürfen, den Frieden manifestieren dürfen, den Frieden einladen dürfen, eben in unser Leben und in das Leben von allen Menschen in dem gesamten Kosmos. Und dazu bedarf es in allererster Linie einfach dieses Erkennens, wer wir sind. Ja, in der letzten Woche haben wir ja sehr stark mit den Energien des Du bist das Licht gearbeitet, ich bin das Licht, erfahre, ich bin das Licht. Und letztlich könnte ich eigentlich jede Woche, jeden Tag immer wieder dasselbe erzählen. Wir erfahren eben Leid, weil wir vergessen haben, wer wir sind, weil wir in unserer Essenz verletzt sind, in unserer göttlichen Reinheit, in unserer göttlichen Unschuld. Das ist was, was uns Carina eben heute schenkt, dass wir alles, was uns aus der göttlichen Reinheit gebracht hat, was uns letztlich glauben lässt, wir sind eben schwach, Opfer, klein, schlecht, ja, dass uns das einfach aus unser System verlässt und wir aufstehen wie der Phönix aus der Asche, um wirklich zu erkennen, wer wir sind, um somit wirklich, das ist dann das letzte Siegel, das heute da liegt, Balanda, eine gleichberechtigte Partnerschaft mit der äußeren Welt, mit der inneren Welt, mit der geistigen Welt eben leben dürfen, dass wir wirklich in dieser Einheit uns wahrnehmen als gleichwertig, als ebenbürtig. Carina hat ganz, ganz viel damit zu tun. Es erscheint, wenn ich jetzt ein persönliches Reading machen würde und Carina erscheint als erstes Siegel, dann weiß ich, dass meistens eine Essenzverletzung vorliegt. Das kann sein, dass eine Misshandlung stattgefunden hat, ein Missbrauch stattgefunden hat, eine Essenzverletzung, eine Verletzung des tiefsten, heilen, vollkommenen Kerns eines Menschen, ja, der Unschuld, der Reinheit, ja, wenn diese beschmutzt wurde, dann liegt eine Essenzverletzung vor. Und das muss jetzt nicht immer nur sowas wirklich Schweres, Traumatisches sein, wie eine Misshandlung oder ein Missbrauch. Das ist eine Erfahrung ein tiefer Schmerz des eben nicht gesehen Seins. Und ein tiefer Schmerz des nicht gesehen Seins bedeutet natürlich immer des nicht gesehen Seins von mir selbst, wer ich eben selbst bin. Eben diese göttliche Reinheit. Und für mich ist einfach der wunderbare Weg immer wieder dorthin zurück, das, was uns die Hawaiianer mit ihrer Lehre des Ho'oponoponos oder mit dem Bewusstsein des Ho'oponoponos vermitteln. Ho'oponopono ist der Weg der Vollkommenheit und Pono heißt etwas gut machen und Ponopono heißt etwas richtig gut machen. Es geht nicht um Vergebung, es geht darum, diese ursprüngliche Vollkommenheit wieder anzunehmen, die wir sind und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir das vergessen haben. Und dann gibt es in der äußeren Welt niemanden mehr, der schuldig ist und dann sind wir auch keine Opfer mehr und umgekehrt sind wir eben auch keine Menschen, die anderen schuldig sind, ja. Wir sind genauso wenig schuldig und genauso wenig sind eben diejenigen, die das vielleicht von uns behaupten, eben die Opfer. Und das bedeutet wirklich, ich habe hier auf YouTube viele Videos veröffentlicht zum Thema Ho'oponopono, wie man eben damit umgehen kann und habe diese vier Sätze auch in der Tiefe erklärt, ja, dass es eben nicht darum geht, dass man irgendjemanden vergeben muss, sondern dass wir uns
gemäß dieses englischen Wortes forgiving, Vorgebung, dass wir in den Zustand Vorgebung des Schmerzes zurückgehen dürfen, in der Anerkennung, dass es diesen gibt. Und darum bitten wir die göttliche Quelle, uns in diesen Zustand Vorgebung dieses Schmerzes zu bringen, der meine Essenz verletzt hat, der mich hat vergessen lassen, wer ich eigentlich bin, der mich jetzt ein Leben als Opfer spielen lässt, als Unfreier, als, und das ist eben das, was momentan ja auch kollektiv stattfindet, schon wieder dieses Ausgeliefertsein, was machen die da draußen, was wird da entschieden, was soll das Ganze, und egal, ob ich es jetzt aus einer Alternativmediensicht bewerte oder ob ich das jetzt aus den Mainstream-Medien bewerte, letzten Endes führt es uns immer wieder an diesen Punkt zurück, wo ganz viele Menschen in so eine Ohnmacht kommen, in so eine Machtlosigkeit, ja, und das ist wiederum dieser wunderbare Ansatz, den wir eben alle haben, dass wir das, was wir von den Hawaiianern eben geschenkt bekommen haben, dass wir eben nicht ohnmächtig sind, dass wir mit dieser Reinigung unserer Essenz, und das ist Karina, das ist das Bewusstsein von Ho'oponopono, wirklich in diesen Zustand Vorgebung des Schmerzes gehen können, Vorgebung einer Pandemie, Vorgebung eines Krieges, Vorgebung eines Plans, der erfüllt werden soll. Ich kann es nennen, wie ich es möchte. Und wie ich das auflöse, ist immer meine Resonanz. Ja, ich kann jetzt nicht vielleicht die Weltpolitik verändern, aber ich kann immer bei dem, was jetzt in meiner äußeren Welt geschieht, meine Resonanz daraufhin überprüfen. Und das ist die Essenz von Karina, das ist letztlich auch die Essenz von Ho'oponopono. Ich habe beispielsweise hier auf YouTube ein Video veröffentlicht, was hat Ho'oponopono mit Corona zu tun? Dazu kannst du alles einsetzen, ob das jetzt ein Konflikt ist, den du in deinem näheren Umfeld miterlebst, ob du irgendeinen Krieg miterlebst. Du kannst jede Situation in der äußeren Welt quasi in dieses Video hineinpacken und dann wird es auch nochmal tiefer verständlich. Das bedeutet, dass sich das, was passiert, ja, egal ob das jetzt Nachrichten sind, ob mir jemand irgendwas sagt, was mir nicht gefällt, ob ich einen Beziehungskonflikt habe, ich kann immer das, was der andere macht und tut, das kann ich nicht verändern. Ich kann nicht das, was in der Welt geschieht, jetzt sofort verändern, hier von meinem Sofa aus. Aber ich kann mit meiner Resonanz arbeiten. Ja? Und wenn meine Resonanz auf das, was in der äußeren Welt beispielsweise jetzt Angst ist, ja, dann bin ich mit der Angst, so wie ich es in jedem Video eigentlich erkläre, und heiße diese Angst willkommen. Lass die Angst da sein. Und dann wird die vielleicht am Anfang ein bisschen stärker, dann lasse ich diese stärker werdende Angst da sein. Es ist gar nicht so einfach, wenn man das alleine macht. Und dann ist Platz und fängt diese Angst an, weniger zu werden, ja, weil sie gesehen wird, ja, weil ich sie da sein lasse. Da sein lassen ist sein lassen. Und sein lassen ist loslassen. Ich lasse das sein, was ist, und fühle, ja. Und dann lasse ich dieses erste Gefühl da sein. Und dann löst sich das auf mit der Zeit. Dann kommt das nächste unangenehme Gefühl zum Vorschein, ja, das sich dann zeigt. Vielleicht ist es die Traurigkeit. Und so verändere ich die Energie, meine Energie auf das, was in der äußeren Welt geschieht, meine Resonanz. Ja, ich bin jetzt vielleicht im Widerstand, in der Angst, was ich eben erklärt habe. Und dadurch, dass ich das auflöst, und wenn du das prozessierst, wirst du merken, dass am Ende, ja, dieser Gefühlskette irgendwann der Frieden ist, die Liebe, die Güte, die Dankbarkeit, die Freude, ja. Manchmal kommt man auch, wenn man diese Gefühle prozessiert, so arbeite ich zum Beispiel dann in den Moment, an dem das erste Mal diese Gefühle in dieser Reihenfolge, die negativen Gefühle in dieser Reihenfolge stattgefunden haben, in der Kindheit, in eine Auslösersituation, die wir dann wirklich Pono Pono machen können. Und das ist das, was die Hawaiianer tun, wenn sie eben so etwas feststellen, ja, dass sie dann in diese Situation eingreifen, dass du eingreifst als Erwachsener und dein inneres Kind befreist und merkst, ja, genau so, das sitzt immer noch da und wartet auf dich, weil es vielleicht irgendwann mal nachsitzen musste oder in den Keller gesperrt wurde oder abgelehnt wurde und wartet darauf, wirklich geliebt und gesehen zu werden. Und nicht von der äußeren Welt, nicht von deinen Eltern, nicht von deinen Partnern, sondern von dir. Und das ist immer, immer und immer wieder jeden Tag dasselbe Prinzip, das uns unser Leben diese Einladungen schenkt, immer heiler zu werden, immer mehr in unserer Essenz, in unserem
in unserem wahren Zuhause, in unsere Ehrlichkeit anzukommen. Ja, wie oft tun wir Sachen? Wir passen uns teilweise bis zur Selbstaufgabe an andere, um geliebt werden zu wollen, nur um nicht alleine zu sein. Wir sagen ja, obwohl wir nein meinen. Wir haben keine Grenzen. Wir rasten aus, weil wir zu viel in uns reindrücken und schlucken. Und jede Situation ist eine Einladung, in dieses Innezuhalten zu gehen und zu schauen, wo bin ich in meiner Essenz verletzt? Und ich muss noch nicht mal bis zum Trauma vordringen. Das ist ja das Wunderbare mit den Siegeln, weil ich einfach dadurch die Möglichkeit habe, dass sich dieses Urschmerzprogramm am Ursprung auflöst und das gesunde, heile Programm, nämlich ich bin vollkommen, aufgespielt werden kann. Und das ist eben Carina. Ja, und die Einladung für diese Woche ist wirklich nochmal, genau auch wie letzte Woche, wie jeden Tag. Ja, das ist eigentlich das, was wir uns tun könnten. Und das ist dafür, bin ich im Rennen, dafür setze ich mich vor die Kamera, um dir zu sagen, du bist kein Opfer, ja, und ich bin kein Opfer. Wir sind verletzte Seelen. Ja, man hat dich verletzt. Du hast vielleicht auch Menschen verletzt. Ich habe Menschen verletzt. Aber es geht darum, das, was ist, sein zu lassen. Nichts im Universum hätte verhindern können, dass das, was jetzt ist, passiert. Ja, wir alle haben das erschaffen. Für die ganze Welt, für unser eigenes Leben. Aber jetzt ist der Moment der Bewusstwerdung darüber, dass da etwas ist. Und jetzt ist der Moment des Innehaltens. Ja, und wenn ich diese Nachrichten, die rumgegangen sind, schaltet alle um die Uhrzeit die Fenster aus und die Lichter aus und zeigt Putin, dass ihr davon nichts haltet, dann ist das eine Gemeinschaft. Aber wenn ich dieses Innehalten für mich in Anspruch nehme, wenn ich heute Abend um 7 jetzt das Licht ausschalte und eine Kerze anmache, um mir zu zeigen, jetzt ist der Moment, in dem ich meine Resonanz auf das, was da ist, wirklich wandle. Weil Energie ist niemals zerstörbar, aber sie ist wandelbar. Und solange wir in der Wut sind, solange wir in der Angst sind, solange wir in der Verzweiflung sind, solange wir in der Ohnmacht sind, erschaffen wir genau das weiter. Und in dem Moment, in dem wir in diese Stille gehen mit der Kerze, das Licht ausschalten, ich nehme das jetzt einfach mal als Symbol, und wirklich in diesen inneren Frieden kommen, indem wir sagen, okay, da ist jetzt was Unangenehmes und das lasse ich jetzt da sein. Und da würde ich von ganzem Herzen dich einladen, dass du in dieser Woche deine Resonanz auf die äußere Welt überprüfst. Vielleicht nimmst du dir einen bestimmten Zeitraum jeden Tag in dieser Woche, wo du sagst, jetzt ist die Zeit, das Licht auszuschalten und die Kerze anzumachen, symbolisch, und mir einfach mal 20 Minuten für mich Zeit zu nehmen, für meinen inneren Frieden. Und damit tust du so viel für den Frieden in der äußeren Welt. Und dann zu schauen, okay, was macht jetzt gerade diese Nachricht mit mir? Oder was macht jetzt diese E-Mail, die da gerade eben gekommen ist, mit mir? Oder ja, du reagierst ja ständig, wir sind ja, das müssen wir uns mal bewusst machen, wir sind 24/7 in Resonanz. Und wenn wir unbewusst sind, dann sind wir 24/7 in Reaktion auf das, was da draußen geschieht. Und du kannst es nicht verhindern, dass da jetzt gleich einer auf der Straße hupt. Ja, und vielleicht regt es dich auf, vielleicht regt es sich auch nicht auf, das ist deine Resonanz. Und es ist nichts, was man antrainieren kann, das ist was, was wir erfahren, unser Leben ist erfahren, wir machen keine Fehler, wir machen Erfahrungen und erfahren eben, was es bedeutet, auf bestimmte Dinge, mit bestimmten Dingen in Resonanz zu gehen. Und das tun wir unbewusst. Warum? Weil wir in unserer Essenz verletzt sind und unsere göttliche Reinheit vergessen haben oder weil da einfach diese dunklen Steine, wie die Hawaiianer sagen, in unsere Seelenschale gekommen sind, die unser Licht weniger leuchten lassen. Und wenn wir in diese Resonanz gehen und diese Gefühlsarbeit machen, jeden Tag mit dieser Bewusstheit, dass wir die Energie in uns wandeln, dann ändert sich unser Resonanzfeld und dann geht unsere innere Resonanz und die äußere Welt mit unserem Resonanzfeld ebenso in Resonanz. Ja, wir strahlen was anderes aus, da ist dann nicht mehr Wut und Traurigkeit und Ohnmacht, sondern da ist Friede und wenn ich in mir Frieden habe, sende ich Frieden aus und diesen Frieden ziehe ich eben auch an. Ja, und wenn ich eben mich selbst kritisiere, mich selbst nicht liebe, mich selbst verurteile, in der Selbstkritik bin, dann sende ich das aus, ja, diese gefühlte Wertlosigkeit und dann werde ich aus der äußeren Welt immer weitere Erfahrungen
anziehen, die mir zeigen, du bist nicht wertvoll, du bist nicht wichtig genug, ja. Und das ist einfach das, was wir in uns wandeln können. Da können wir noch so schreien und rufen und anderen sagen, du musst mir das jetzt mehr sagen, weil ich das wert bin. Das wird von dem anderen in dieser Form nicht kommen, wenn du dir das eben nicht selbst wert bist. Und nochmal, wir können das nicht hier mit unserem Kopf machen. Nein, es geht über unsere Energie, ja, und unsere Emotionen. Emotion ist Energie in Motion. Energy in Motion ist Emotion. Und wenn wir diese Emotionen wandeln, ja, in eine Emotion, die unserem wahren Sein entspricht, dann erschaffen wir wirklich diesen Frieden in unserem Leben, den Frieden in der äußeren Welt, die Liebe, die Freude, das, was wir eben erleben möchten. Und Carina hilft uns wirklich dabei, in diese göttliche Reinheit zu gehen. Carina ist, so ist es im 12-Siegelwerk beschrieben, das ist unter dem Video verlinkt. Es gibt ja den ausführlichen Fernkurs zu jedem Channeling. Also jedem Siegel gibt es ein ausführliches Channeling, eine Arbeitsanleitung, wie man damit arbeiten kann. Und Carina ist das Bad, das der hohe Priester nimmt, bevor er wirklich die nächste Einweihungsstufe geht. Und das ist das Geschenk, ja, was wir mit diesem Symbol, mit diesem Siegel bekommen, weil wir wirklich in diese Bewusstheit kommen. Und dann ist es auch sehr viel leichter und dabei unterstützt uns eben Kri, in die Manifestation zu gehen, dessen, was wir uns wünschen. Kri ist die allumfassende Weisheit, die zu allen Zeiten in uns ruht. Habe ich letzte Woche auch drüber gesprochen, dass wir eben sehr oft genau das erschaffen, was wir nicht möchten. Warum? Weil eben in unser drittes Auge sendet natürlich das Ergebnis dessen aus, was in den unteren Chakren ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere unteren Chakren eben genauso reinigen wie die oberen Chakren. Und unser Gefühlskörper ist derjenige, der eben unsere Visionen ernährt. Eine Materie entsteht durch einen Gedanken, ernährt mit Emotionen. Ja, so kommt eben unsere Realität. Ja, das, was heute ist, das ist das Ergebnis unseres Denken und Fühlens in der Vergangenheit. Ja, und wenn wir eben aufgrund unserer unerlösten Programme visualisieren, dann, ich sage ja immer, habe ich letzte Woche sicherlich auch gesagt, dann kann ich visualisieren und mir vorstellen, das Leben, das ich führen möchte, und mir wirklich Visionsboard machen, bis ich keinen Kleber mehr habe, bis mir die Stirn blutet, sage ich ja oft. Das kommt nicht in unser Leben, weil tief in unserem Unterbewusstsein wir diese Programme gespeichert haben, die dagegen arbeiten. Nein, du bist das nicht wert, ja. Und diese Programme kriegen wir eben gewandelt durch diese Gefühlsarbeit zum Beispiel, durch Carina. Und Kri hilft uns eben auch, mit diesen ganzen alten Mustern aufzulösen, die dem entgegenstehen. Ja, so ein klassisches Beispiel im Erfolgstraining ist, stell dir eine bestimmte Summe an Einkommen vor, visualisier die und die ziehst die automatisch an. Das kann auch sein, dass es funktioniert. Aber es kann genauso gut sein, dass dann das, was dann erschaffen wurde, nach kürzester Zeit wieder weg ist, wenn das Unterbewusstsein nicht mitmacht. Wenn das Unterbewusstsein glaubt, du bist es nicht wert, in Fülle zu leben oder du bist ein Versager, ja, dann kannst du mit Mentaltraining zwar das wandeln, aber es wird nicht dauerhaft gelingen, weil das Unterbewusstsein immer wieder sucht, versucht, Beweise dafür zu finden, dass es eben nicht so ist. Und wenn wir mit unserem Unterbewusstsein aufräumen und diese Glaubenssätze, Gefühle, vielleicht auch Schwüre und Gelübde aus anderen Leben oder gar Flüche oder Fremdprogrammierungen, ja, was wir eben in unser Feld hineinbekommen haben durch unsere Ahnen, durch die Werbung, durch die Medien. Wenn wir damit einfach aufräumen und sozusagen unsere Essenz wieder, ich bin vollkommen, ich bin das Licht, wie wir es letzte Woche besprochen haben, auch das Ruder unseres Lebens, das Steuer unseres Lebens übernehmen lassen, dann visualisieren wir aufgrund unserer Vollkommenheit, unserer göttlichen Reinheit. Und dann kann ich visualisieren, welche Summe an Einkommen oder was auch immer ich mir eben wünsche. Und dann kann das auch in mein Leben kommen, weil mein Unterbewusstsein das dann unterstützt, weil eben dieser ganze Ballast, ja, der mich hindert, das zu leben, einfach sich auflöst. Und das ist Kri, ja, das ist Kri. Mit Kri können wir wirklich in diese Reinigung gehen. Kri unterstützt nochmal diesen Reinigungsprozess und diese Bewusstwerdung und dieses Innehalten, wirklich diese Momente, wo Menschen sich verbinden, um für Frieden zu meditieren, die sind so großartig und vielleicht können wir sie ausdehnen auf einen Moment mehr, indem wir uns um den Frieden in uns kümmern, vielleicht sogar noch davor, ja, bevor so eine
gemeinsame Meditation beispielsweise stattfindet. Und für mich persönlich ist es auch gar nicht so wichtig, dass es alle gleichzeitig machen, ja, weil Zeit ist sowieso eine Illusion, die es in den geistigen Ebenen gar nicht gibt. Wenn du dich in dieses Bewusstseinsfeld einklingst, des Friedens, der Friedensmanifestation oder dieses deiner inneren Vollkommenheit, ja, deswegen stelle ich diese YouTube-Videos online. Und wann immer du das hörst, bist du mit all den Menschen, die das eben auch hören oder sehen und die Siegel chanten, in dieser Absichtsverbindung, in diesem Bewusstseinsfeld und stärkst dieses Feld. Ja, und jeder, der dieses Feld stärkt, erschafft ein Bewusstseinsfeld für all jene, die das vielleicht gar nicht mitbekommen und das gar nicht hören, die sich dann eben dieser Frequenz anpassen können. Und für mich ist einfach heute dieses Prinzip der Selbstverantwortung, ja, des Schöpferseins, dieser göttlichen Reinheit. Mir fehlen die Worte, ich hoffe, ich bringe die Energie rüber. Das ist wirklich das, was ich euch allen so sehr ans Herz legen möchte und woran ich mich auch jeden Tag erinnere, weil ich natürlich auch ständig in Resonanz gehe. Jetzt ist schon wieder dies, dann ist das, dann macht man morgens das Handy an und sieht irgendwas, wo man denkt, oh my God, ja. Und dann gehe ich wieder in dieses Opferding. Wie soll das noch alles werden hier? Und dann muss ich mich wieder aufrichten und sagen, ich erschaffe mit. Ja, und wenn ich jetzt in dieser Verzweiflung und in dieser Ohnmacht bin oder was es auch immer ist, dann ist das Größte, was ich tun kann, mich dieser Ohnmacht zu stellen oder welches Gefühl das auch immer ist. Und das verstärkt sich eben, diese Transformation, diese Wandlung verstärkt sich eben mit den Siegeln. Das ist diese wunderbare Unterstützung, weil wir einfach auf allen Ebenen gleichzeitig arbeiten. Ja, wir haben die Kraft des Symbols, wir haben die Farbschwingung, wir haben die Information des Symbols und wir haben den Klang unserer Stimme, der das Ganze dann zu unserer individuellen Heilsinfonie werden lässt, wenn wir den Klang des Siegels eben anstimmen. Und wer wirklich die Channelings dazu kennt, sie sind so multidimensional und so vielschichtig, dass ich selbst nach über 15 Jahren, wo es jetzt die Siegel gibt, oftmals wirklich vollkommen erstaunt bin, dass ich nochmal was nachlese und denke, was, das macht das Siegel auch? Als würde ich es zum ersten Mal hören, obwohl ich es gechannelt habe, ich habe es geschrieben, ich habe es wie oft in den Retreats vorgelesen, besprochen, gehört, ja. Und immer noch gibt es Momente, wo ich ein kleines Wunder entdecke und denke, das macht das Siegel auch. Und jetzt ist es für mein Bewusstsein relevant. Und vorher war das eben für mein Bewusstsein nicht relevant, weil andere Themen dran waren. Und es geht eben nicht nur darum, dass wir über diese Gefühlsarbeit, über die ich so viel gesprochen habe, in die Heilung gehen. Das ist sehr wichtig für die Bewusstwerdung, für das Übernehmen von Verantwortung. Aber die Siegel beschleunigen das und bringen sozusagen, ja, dann, wenn ich in dieser Verzagtheit bin, diese Frequenz, dass ich mich eben dieser höheren Schwingung anpassen kann, meiner göttlichen Reinheit, dieser tiefen Weisheit, die zu allen Zeiten in mir ruht. Und das bedeutet, dass ich im Vollbesitz aller Manifestationskraft bin, ja, gottgleiche Schöpfermächte in mir habe, aber die muss ich natürlich annehmen, damit ich sie auch ins Leben bringen kann. Und darum geht es in dieser Zeit, dass wir aufstehen und dass wir uns daran erinnern, wer wir sind. Ja, die allumfassende Weisheit, die zu allen Zeiten in mir ruht, dass ich jenseits der Nachrichten blicken kann, dass ich nicht alles glauben muss, was mir jemand erzählt, sondern dass ich innehalte und fühle. Ist das tatsächlich so? Ja, wir haben schon wieder mit Fake-Nachrichten zu tun gehabt, wie wir wissen. Und das war ja schon immer so, das ist nichts Neues. Aber dieses Erkennen, ja, dass ich Botschaften, die ich bekomme, immer überprüfen darf und dass ich sie über mein drittes Auge filtern lasse, über meine Weisheit, über diese tiefe Weisheit, über diese göttliche Weisheit, über diese göttliche Instanz, die darüber richtet, was ich erfahre und was nicht. Und dann ist es eben meine Wahrheit und meine Weisheit. Und dann kann ich mit Balanda in diese Ebenbürtigkeit gehen. Ja, Balanda, die wahre Freude des Herzens liegt im wahrhaftigen Annehmen all deiner Gefühle. Das bedeutet, ich weiß, wer ich bin und ich zeige mich der Welt eben so, wie ich bin. In diesem, es ist in Ordnung und aber auch in diesem, du bist so in Ordnung, wie du bist. In dieser Ebenbürtigkeit, ja, wir sind auf dem Weg, wir machen Erfahrungen.
Aber hör auf zu sagen, ach, ich muss noch so viel lernen, ach, ich muss noch dieses, ach, ich muss noch jenes. Ja, wir werden sicherlich heute wieder was Neues dazulernen und morgen auch. Aber wir sind jetzt schon so vollkommen, wie wir sind. Ja, wir spielen hier einfach nur und wir machen Erfahrungen. Und wenn ich diese Vollkommenheit annehme und wenn ich in die Ebenbürtigkeit mit den Engeln, mit der göttlichen Quelle gehe, ja, und weiß, es ist alles Co-Creation und ich bekomme eine Unterstützung und ich bekomme Antworten auf meine Fragen, wenn ich Fragen stelle. Und ich bin vollkommen, ich bin das Licht und ich bin nicht weniger schlau als du. Du bist nicht weniger schlau als ich. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir in diese Ebenbürtigkeit gehen, ja, mit den Tieren, mit der Natur, mit allem, was eben ist. Und in diese Ebenbürtigkeit übernehmen wir die Verantwortung für unser wahres Sein, für unsere Essenz. Und wenn wir diese Essenz zum Ausdruck bringen, dann sind wir wirklich, wir sind alle Brüder und Schwestern. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Ja, und in jedem steckt dasselbe Potenzial wie in dir. Und in dir steckt dasselbe Potenzial wie im gesamten Kosmos, und zwar das volle Potenzial. Und wenn wir in dieses Erkennen jeden Tag nur einen kleinen Moment eintauchen können, oder sei es auch nur einmal in der Woche oder ab und zu, das macht einen so, so großen Unterschied, wenn du in dieser Bewusstheit bist. Das bin ich auch nicht 24/7, ne? Aber in dieser Bewusstheit muss ich nicht mehr werten. Ja, dann macht der halt jetzt gerade die Erfahrung und sie macht diese Erfahrung. Wir machen alle unsere Erfahrungen, aber wir sind eben ebenbürtig und es gibt niemand mehr, der mir irgendetwas antut. Ja, ich tue niemandem mehr was an. Ich erinnere mich daran, wer ich bin, welches Potenzial ich in mir trage und was bedeutet das? Das bedeutet, ja, dass ich eine wunderbare Beziehung mit mir selbst lebe, dass ich mir selbst genug bin, weil ich mir all das geben kann, was ich mir vom Leben, von anderen Menschen wünsche, weil ich dafür Sorge trage auch, dass ich das bekomme, weil ich dafür einstehe, ohne die Angst, irgendjemanden zu verlieren, wenn ich mich eben nicht bis zur Selbstaufgabe anpasse im extremsten Fall. Und wenn ich in dieser Bewusstheit lebe, dann bin ich alles andere als ein Egoist, dann bin ich, was ja so oft, wovor ja viele Menschen Angst haben, dann bin ich eben in der Bewusstheit der Kraft meiner Essenz. Und dann erlaube ich das einem jedem anderen eben auch zu sein, in dieser Kraft der Essenz. Und dann ist da Güte, dann ist da Mitgefühl, dann ist da Frieden, und dann ist da vor allem die Liebe. Ja, und dass wir diese Liebe wirklich alle gemeinsam erleben dürfen, diesen Frieden, ja, all diese hochschwingenden Frequenzen durch das Annehmen unserer Göttlichkeit, durch diese Ebenbürtigkeit, in der wir sind, ja, dieses Bewusstseinsfeld, ich nenne es jetzt einfach mal, ja, das der Ebenbürtigkeit mit all dem, was jetzt mit unseren wundervollen Siegeln und mit dem, was ich eben gesagt habe, hinten dran steht. Ja, das möchte ich jetzt so gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren und wirklich einladen, in dieser Woche in der Bewusstheit dieses Schöpferseins, dieses Verantwortung zu übernehmen für deinen Frieden, für deine Freude, für deine Liebe, für deine Fülle, und zwar im Innen, damit es einfach im Außen geschehen kann. Ja, vielleicht nenne ich doch das Bewusstseinsfeld jetzt um, wie innen, so außen. Ja, und dass wir einfach diese Fähigkeit in dieser Bewusstheit zu wandeln und danach zu handeln, zu sprechen, zu fühlen, ja, zu atmen, zu lieben, dass wir einfach in dieser Bewusstheit durch diese Woche gehen und durch alle Wochen. Okay. Om Karina, Om Kri, Om Balanda, Om Karina, Om Kri, Om Balanda, Om Karina, Om Kri, Om Balanda, Om Karina, Om Kri, Om Balanda.
Da. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Bis bald. Namaste. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.